Sie hat viel erlebt. Faschismus und Krieg, Hunger und Not, die Befreiung 1945 und die Restauration der 50er Jahre, die DDR und die BRD, Kommunistenverfolgung und Berufsverbote in Westdeutschland, aber auch die Friedens- und Frauenbewegung der 80er Jahre und Solidarität. Sie kämpfte früh für eine bessere Welt, für die Sache der Frauen, des Friedens und des Sozialismus. Heute noch. Ich bin 1929 geboren und habe halt den Anfang des Faschismus und erst recht den Zweiten Weltkrieg von Anfang bis Ende erlebt. Und ja, klar, ich werde oft gefragt, wie bist du denn politisch geworden? Ja, wenn man so einen Krieg miterleben musste und vor allen Dingen auch nach dem Krieg, alles war kaputt, man konnte nichts kaufen. Ja, da muss man einfach politisch werden und ich verstehe einfach nicht, wieso meine Generation, ob Mann oder Frau, so wenig aus dieser Zeit an Konsequenzen gezogen haben. Marianne Kunze wird in eine Arbeiterfamilie hineingeboren, in Tribes bei Zeulenroda in Thüringen, 1929, im Jahr der Weltwirtschaftskrise. Mehr als 6 Millionen Menschen sind damals arbeitslos in Deutschland. Der kriegsbeschädigte Großvater wohnt mit im Haus. Der Vater aus Bayern, der als 19-Jähriger 1917 den Kriegsdienst verweigert und im Ruhrgebiet gearbeitet hatte, war nach Thüringen gezogen. Inzwischen Kommunist, er wird 1934 wegen sogenannter Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet und gezwungen, sich in Weimar am Bau der Zufahrtsstraßen zum Konzentrationslager Buchenwald zu beteiligen. Blutstraße wurde diese Straße genannt. 1943 kommt er als Politischer ins berüchtigte Strafbataillon 999. Die Rückkehr des Wehrunwürdigen ist von den Nazis unerwünscht. Das Mädchen wird ihn 1945 halbtot im Straßengraben wiederfinden. Während seiner Abwesenheit muss die Mutter von 3 Kindern in der Landwirtschaft und als Putzfrau arbeiten. Es geht ums Überleben. Nur mit solidarischer Hilfe von Antifaschisten haben wir das geschafft. Die 5-jährige Marianne sieht die Mutter weinen, als ihre Schwester geboren wird und der Vater in Haft sitzt. Kaum jemand traute sich, meine Mutter zu besuchen, weder die Kollegen und Genossen noch die Verwandtschaft. Sie hatten Angst, erzählten sie später. Die Wohnungen von politisch Verfolgten wurden beobachtet und durchsucht. Um die Jahreswende 1941-42 erlebt die 12-jährige Marianne auf dem Weg zur Schule, wie kaum ältere Mädchen aus der Ukraine im kalten Winter zur Jutefabrik geführt werden. Bis zu 15 Stunden mussten sie dort täglich arbeiten. Sie waren als Fremdarbeiterinnen nach Deutschland verschleppt worden. Einige hatten nur Lappen und Jutesäcke um den Leib gewickelt oder aus Stroh geflochtene Latschen um die Füße gebunden. In der Schule fragte ich unsere Lehrerin, ob man diesen armen Fremdarbeiterinnen nicht Schuhe geben müsste, damit ihnen die Füße nicht erfrieren. Sie meinte, mach dir keine Sorgen, die frieren nicht. Das sind Russen, also keine richtigen Menschen, so wie wir. Mit 14 Jahren muss sie selbst schwere körperliche Arbeit beim Bauern leisten, im sogenannten Pflichtjahr. Sie verweigert den Hitlergruß und muss dafür das Rathaus putzen. Ein deutsches Mädchen grüßt mit Heil Hitler, moniert der Bürgermeister. Im Februar 1945, an Mariannes 16. Geburtstag, brennt Dresden. Phosphorbomben der angloamerikanischen Luftwaffe fallen auf die Stadt. Sie sieht,
wie die Menschen brennend in die Elbe springen und im Wasser weiter brennen. Also das darf nie wieder passieren. Dafür willst du dich einsetzen. Du willst mal Deutschland kennenlernen, du willst verreisen, du willst auch was von der Welt kennenlernen. Aber wenn Krieg ist, kann man ja nirgends hinfahren. Ja. Und deshalb bin ich politisch geworden. Der Weg in die Politik war vorgezeichnet. Die erfahrene soziale Ungerechtigkeit und der Krieg prägten ihren künftigen Lebensweg. Nach der Befreiung von Faschismus und Krieg engagiert sich die Familie beim Aufbau der DDR. Mit 17 tritt Marianne der Kommunistischen Partei Deutschlands bei. Ausbildung in der Konsumschule bei Weimar. Auf der Rosa-Luxemburg-Schule lernt sie den Kokereiarbeiter und Gewerkschafter Robert Konze aus Westdeutschland kennen und lieben. Heirat 1953. Sie folgt ihm ein Jahr später in eine Bergarbeiterkolonie im Ruhrgebiet. Dort erlebt sie die Verfolgung ihres Mannes wegen seiner politischen Weltanschauung. Die kommunistische Jugendorganisation FDJ ist bereits verboten. Robert Konze wird 1955 von der politischen Polizei abgeholt. Als er von einem ehemaligen Dortmunder Nazirichter wegen illegaler FDJ-Arbeit zu 16 Monaten Haft verurteilt und verhaftet wird, da ist Marianne gerade schwanger. 1957, das Jahr der Geburt ihrer Tochter Sonja, da klopft die politische Polizei K14 frühmorgens, um auch Marianne abzuholen. Sie arbeitet inzwischen in einer Trinkhalle und engagiert sich im Demokratischen Frauenbund Deutschland, der 1957 als angebliche Tarnorganisation der Kommunisten verboten wird. Im August 1963 wird Robert Konze erneut verhaftet, wegen Verstoßes gegen das KPD-Verbotsurteil. 7 Monate lang. Sein Vergehen, er hat eine Druckschrift aus Ostberlin unter falschem Absender verschickt. Der Kommunist habe in verfassungsfeindlicher Absicht gehandelt. Das Gericht stellt zudem fest, er habe sich an Ostermärschen beteiligt, Veranstaltungen der Deutschen Friedensunion, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Internationale der Kriegsdienstgegner besucht. Der Angeklagte ist ein langjähriger, überzeugter Anhänger der kommunistischen Ideologie. Er ist einer der vielen Verurteilten. Die Zahl der zwischen 1951 und 1968 gefällten Urteile gegen Kommunisten und Kommunistinnen und Bürgerinnen, die als solche verdächtigt wurden, lag 7-mal höher als gegen Naziverbrecher. So der Spiegel 2009. Unter den Verurteilten viele Frauen. Kommunistinnen gehörten nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus beim Wiederaufbau unseres Landes zu den Frauen der ersten Stunde. In Kommunal- und Landesparlamenten, im Deutschen Bundestag, in gewerkschaftlichen und betrieblichen Wohlfahrtsausschüssen, im Demokratischen Frauenbund und in der Westdeutschen Frauenfriedensbewegung, WFFB. Sie haben für Frauen- und Familieninteressen, gegen die Wiederbewaffnung, für die Einheit Deutschlands und für die Völkerfreundschaft und den Frieden gekämpft. Ende der 50er Jahre baut Marianne Konze die Westdeutsche Frauenfriedensbewegung in Recklinghausen mit auf. Unter den Mitwirkenden die Bonner Professorin Clara Marie Fassbinder, später die sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Alma Kettig. Die Schwerpunktthemen der WFFB in den 60er Jahren sind die Anti-Atom-Bewegung und der schmutzige Krieg in Vietnam. Für die Vietnam-Solidarität organisiert Marianne Konze eine Ausstellung mit den Vietnam-Bildern der Künstlerin Tisa von der Schulenburg auf dem Deutschen Katholikentag 1968 in Essen. Die Widerstandskämpferin, Bildhauerin und Zeichnerin ging 1950 als Schwester Paula ins Kloster. Ihr Vater,
war in der SS gewesen. Ihr Bruder, am Attentat gegen Hitler beteiligt, wurde hingerichtet. Sie wurde unter anderem bekannt durch ihre Bergbaukunstarbeiten und ihren Vietnamzyklus. Es sind erschütternde Bilder über die Grausamkeit des Krieges und das Leiden der Bevölkerung. Bei der Konstituierung der DKP 1968 ist Marianne dabei und bald verantwortlich für Frauenpolitik im Parteivorstand. Zu Beginn der Neukonstituierung machen Frauen keine 30% der Mitglieder aus. 1985 sind es bereits 43,4%. Und zu dieser Zeit ist die DKP die Partei mit den meisten weiblichen Mitgliedern. Marianne Kunze erarbeitet Grundsätze für eine demokratische Frauenpolitik, die bundesweit diskutiert werden. Das erste Frauenprogramm einer Partei in der Bundesrepublik erscheint 1975. Und sie sorgt dafür, dass kommunistische Frauenpolitik in allen Gliederungen verankert wird. Sie gibt auch 1975 eine Neuauflage des Buchs Für die Befreiung der Frau heraus. Die Frauenaktivitäten, an denen Marianne und die DKP-Frauen beteiligt sind, finden beachtliches Echo. Künstler und Künstlerinnen wie Fasia widmen Lieder den Frauenkämpfen. Dieter Süverkrupp erklärt zu seinem Lied »Warum hat unser Herrgott die Frauensleute gemacht?« »Das ist mein Geschenk an dich, Marianne, und mein Beitrag zum Frauenprogramm.« Wofür hat unser Herrgott die Frauensleut gemacht? Pudding kochen, Kindchen kriegen, hübsch garniert im E-Bett liegen, Springers dumme Blätter lesen, Morgenstund mit feuchtem Besen, neues Spüli ausprobieren, mit den Kindern exerzieren, Arbeitstier und Unterleibchen, halb ein Mensch und halb ein Weibchen, und im tiefsten Herzen wissen, irgendwer hat sie beschissen. Denn so ist die Ordnung. Erstens, die Frau erfrischt ihren Mann, dass er abends was hat, wo er auch mal treten kann, wie ihn der Unternehmer. Zweitens, die Frau, ihr Mann bringt sich um für den Konsum in der freien Wirtschaft. Drittens, die Frau hilft sparen. Von ihr werden die Kinder erzogen. Der Staat ist dafür, kostet ihn ja nix. Viertens, die Frau soll lernen, aber nicht zu doll, weil sie auch die Kinder anlernen soll für den Kapitalismus. Fünftens, die Frau hat ihren Platz in der Familie, sonst knallt's. Sechstens, sie ist höflich gebeten, sich sexuell zu befreien. Umso weniger merkt sie ihre verzweifelte Lage, das stärkt sie für die Sozialpartnerschaft. Siebtens, die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein. Soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist, Paragraph 1356 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kernstück der Alternativen im DKP-Frauenprogramm sind die Sicherung der Arbeitsplätze und der gleichen Entlohnung sowie der Ausbau sozialer Einrichtungen. Marianne schreibt rückblickend. Mit der Spezifik der Frauenfrage, der zusätzlichen Ausbeutung, der doppelten Belastung und Unterdrückung in Gesellschaft, Familie und Partnerschaft, in ihrer gesamten Lebenssituation, haben wir uns als kommunistische Partei in Geschichte und Gegenwart schwer getan. Es kam immer wieder die Frage auf, warum überhaupt eine gesonderte Frauenpolitik? Und in Teilen der Frauenbewegung war der marxistische Grundsatz sehr umstritten, nämlich der Kampf um Gleichberechtigung und Gleichstellung ist Teil der Klassenauseinandersetzungen, ist Bestandteil des Klassenkampfes. Auch war und ist es immer noch ein schwerfälliger Prozess, in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung den männlichen Teil für den Kampf um Frauenrechte zu gewinnen. Gemeinsamer Kampf war und bleibt ständige Erziehungsarbeit in jeder Gemeinschaft, auch in einer kommunistischen Partei. Da gibt es keinen Automatismus und es hilft auch nicht allein die richtige Feststellung. Wer die Menschheit von Unterdrückung und Ausbeutung befreien will, kann die Hälfte der Menschheit nicht ausschließen. Frauen wie Marianne Kunze haben es nicht leicht im männerdominierten DKP-Parteivorstand. Da ist Frauenpolitik von den meisten nicht gerade geschätzt. Die mangelnde offizielle Bedeutung der Frauenpolitik beim Parteivorstand ist auch daran abzulesen,
dass ich 4 verschiedene Büros in der Zeit zwischen 1975 und 1989 hatte. Immer wieder wurde ich irgendwo anders hin abgeschoben. Daran erinnert auch die Schriftstellerin und Autorin von Bella Block, Doris Gerke. Sie verbindet mit Marianne Conze eine Zeit der intensiven Arbeit für Frauenpolitik der DKP. Als der damalige Vorsitzende dieser Partei seine Erinnerungen veröffentlichte, habe ich Marianne in Zorn und Trauer gesehen. Da hatte einer viele Worte gemacht, viele Namen genannt, aber vergessen zu erwähnen, dass diese Partei frauenpolitisch engagiert und dabei erfolgreich war. Mariannes Wut und ihre Trauer haben mir gezeigt, wie lang der Weg noch ist, den wir vor uns haben. Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb der Partei. In den 70er Jahren geht es Marianne Conze auch darum, den fast vergessenen Internationalen Frauentag wieder bekannt zu machen. Den kämpferischen Frauentag wollte man am liebsten abschaffen. Und stattdessen den Muttertag, den nationalen Feiertag der Nazis, weiter kultivieren. Mit dem UNO-Jahr der Frau 1975 gelang es, den internationalen Charakter des 8. März deutlich zu machen. Es ist auch unser Verdienst, dass der 8. März bereits 1970 in der Bundesrepublik wiederbelebt wurde. 1970 findet er unter dem Motto Freiheit für Angela Davis statt. Der afroamerikanischen Bürgerrechtskämpferin drohte die Todesstrafe in den USA wegen angeblicher Unterstützung des Terrorismus. Marianne Conze wird sie fast 30 Jahre später auf Kuba treffen. Allein zum 8. März 1975 gibt es 300 Veranstaltungen und Initiativen der DKP. Marianne Conze ärgert sich, dass heute erzählt wird, den Linken und SPD und Gewerkschaftsfrauen sei zu verdanken, dass der 8. März hoffähig wurde. Noch 1980 fasste der DGB den Beschluss, von eigenen Veranstaltungen abzusehen. Das Prinzip der Einheitsgewerkschaft würde es verbieten. Nach vielen Protesten blieb dem DGB nichts anderes übrig, als selbst den Internationalen Frauentag auszurufen. Die Initiatorin des Internationalen Frauentags, Clara Zetkin, war ihr auch Vorbild und ihr Zitat Programm. Dort kämpfen, wo das Leben ist und nicht, wo mir Zersetzung und Schwäche entgegenstarren. Da trennte sich Zetkin 1919 von den rechten Sozialisten und trat der KPD bei. In ihrem Lied »Die Frauen sind kein Schwachgeschlecht« erinnern die Sängerin Fasia und der Dichter Peter Maywald an Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Nein, nein, das ist nicht wahr, nicht recht. Die Frauen sind kein Schwachgeschlecht. Kennst du die Clara Zetkin auch? Die sah viel armes Leben. Den Reichtum fraß ein satter Bauch. Da kämpfte sie dagegen. Nein, nein, das ist nicht wahr, nicht recht. Die Frauen sind kein Schwachgeschlecht. Nein, nein, das ist nicht wahr, nicht recht. Die Frauen sind kein Schwachgeschlecht. Kennst du die Glosa? Die hatte viel zu sagen. Die Mörder konnten ihren Leib doch nicht die Wahrheit schlagen. Nein, nein, das ist nicht wahr, nicht recht. Die Frauen sind kein Schwachgeschlecht. Marianne Conze trägt auch dazu bei, die internationale Frauenbewegung im Sinne Clara Zetkins weiterzuentwickeln und die Debatte über die Rechte der Frauen als Menschenrechte anzustoßen. Internationale Solidarität ist für sie kein leeres Wort
ob mit den ANC-Frauen im Apartheid-Staat Südafrika oder mit den chilenischen Frauen im Kampf gegen das chilenische Pinochet-Regime. Solidarität ist für sie die Zärtlichkeit der Menschen und Völker. Die Internationalistin steht auch im freundschaftlichen Austausch, unter anderem mit der sowjetischen und ersten Kosmonautin der Welt, Valentina Tereshkova, und mit der südafrikanischen ANC-Aktivistin, Diplomatin und Mitarbeiterin von Nelson Mandela, Ruth Mompati. Marianne Kunze mischt sich in die Frauenkämpfe der 70er und 80er Jahre international und vor Ort ein. Es geht in der Bundesrepublik um die Streichung des Paragraphen 218, um gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, um die 35-Stunden-Woche, um die Bekämpfung von Militarisierung und Frauenwehrdienst. Marianne demonstriert und sammelt Unterschriften gegen den Paragraphen 218 für das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Zu dieser Zeit, 1972, wurde in der DDR der Paragraph 218 bereits gestrichen. Die Frauen konnten selbst entscheiden, ob sie ein Kind austragen oder die Schwangerschaft im Krankenhaus abbrechen lassen wollen. Alle Babys und Kleinkinder hatten das Recht auf einen Platz im Kinderhaus mit voller Verpflegung, ohne Gebühr. Beziehungsweise nur mit einem Anerkennungsbeitrag, wenn die Eltern gut verdienten. Das hatte auf die BRD-Frauenbewegung und auf ihren Kampf gegen den Paragraphen 218 große Auswirkungen. Große Zustimmung hatten wir beim Thema Selbstbestimmung der Frauen und bei den Aktionen zur Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch. Trotzdem, auch wir taten uns schwer. Zu Beginn der Massenbewegung gegen den Paragraphen 218 haben wir die Selbstanzeigenaktion von Alice Schwarzer abgelehnt. Sie war bei uns im Parteivorstand und bat darum, in den Betrieben Flugblätter mit der Aufforderung zur Unterschrift zu verteilen. Bis dahin hatten Schauspielerinnen, Wissenschaftlerinnen und Selbstständige sich offen zum Abbruch erklärt. Das war gut so. Später haben Betriebsrätinnen von uns eine Aktion gestartet. Weg mit dem Paragraphen 218, her mit Ganztagskindereinrichtungen. 1001 Unterschriften von Betriebsrätinnen konnten wir in Bonn der Familienministerin übergeben. Die DKP stand in diesem Kampf in der Tradition der 20er Jahre. Der Stuttgarter Arzt Friedrich Wolf, ein Kommunist und die Ärztin Dr. Else Kienle hatten damals die Frauen unterstützt. Und der berühmte Schriftsteller und Journalist Kurt Tucholsky. Die Künstlerin Käthe Kollwitz gestaltete 1923 ein Plakat gegen den Abtreibungsparagraphen für die Kampagne des Frauensekretariats der KPD. 50 Jahre später schrieb und sang der Liedermacher Franz Josef Degenhardt seine Moritat Nummer 218, eine Geschichte schmutzig und alt. Das ist die Geschichte der O und ist die Geschichte der B. Für 12-mal den Wochenlohn saß O auf dem Folterthron. Von einem versoffenen Arzt, der wollte noch mehr von der O. Den Wochenlohn von der B, den erfährt man natürlich nie. Das ist die Geschichte der O und ist die Geschichte der B. Die O, die feierte krank, nur 3 kurze Tage lang. Dann stand sie wieder am Band, erkocht und sowas ist Mord. Nach 3 Wochen feierte B die Rückkehr zur Elbchaussee. Das war die Geschichte der O und ist die Geschichte der B. Eine Geschichte schmutzig und kalt und 1000 Jahre zu alt. Na, vielleicht so in ein paar Jahren, da gibt's so Geschichte nicht mehr. Die Geschichte von O und B, vielleicht sogar mit Hilfe der SPD.
1988 solidarisiert sich die DKP-Frauenverantwortliche mit dem Memminger Arzt Dr. Horst Theissen, der wegen Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen angeklagt wird. Solidarität mit ihm während des Hexenprozesses gegen ihn und nach dessen Verurteilung zu einer Haftstrafe auf Bewährung und Berufsverbot. Wir waren in Memmingen, als der Arzt Dr. Horst Theissen und viele Frauen verurteilt wurden. Klar, meinte damals ein Anwalt. Die Kommunisten sind immer da. Die anderen, die Sozialen, kommen wie immer zu spät. Für die über 90 Jahre alte Marianne Konze ist schwer zu fassen, wie lange sich diese Auseinandersetzung schon hinzieht. Es geht doch um Aufklärung zum Schwangerschaftsabbruch und um das Selbstbestimmungsrecht der Frau. So empörte sie sich über die Verurteilung der Gießener Ärztin Dr. Christina Hennel zu einer Geldstrafe wegen Verstoßes des Paragraphen 219a, unerlaubte Werbung für Abtreibung. In den bewegten 70er Jahren und danach geht es nicht nur um den Paragraphen 218. Es geht um gleiche Löhne. Darum kämpfen auch die Frauen des Heinze-Fotolaborbetriebs in Gelsenkirchen. In unserer praktischen und theoretischen Arbeit ging es darum, nachzuweisen, dass durch fehlende Gleichberechtigung, zum Beispiel durch Lohndiskriminierung der Frau, die arbeitende Bevölkerung insgesamt betroffen ist. Es gibt zu wenige Beispiele, wo Belegschaften und Gewerkschaften insgesamt den Kampf gegen den Lohnbetrug unterstützt haben. Im Jahr 1979 geschah es das erste Mal. Eine Gruppe Gelsenkirchener Fotolaborantinnen wagten den Aufstand. Mit der Forderung nach gleichen Löhnen zogen sie vors Arbeitsgericht. Und so fing alles an. In der Dunkelkammer, da reifte der Entschluss, dass man bei gleicher Arbeit auch gleich bezahlt. Die Heinze-Frauen bekamen Recht, nicht zuletzt dank einer breiten Solidarität der Frauenbewegung. Als die Heinze-Frauen in Gelsenkirchen den Kampf um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit vor den Gerichten austrugen, erhielten sie vorbildliche Unterstützung der Gewerkschaft Druck und Papier, der Frauenorganisationen und der Volkshochschule. Als einzige Partei war die DKP dabei. Wir sind hier auf der Siegesfeier der Heinze-Kolleginnen. Dieses Lied hat uns während dem 3 Jahre langen Kampf begleitet. Immer wieder kamen neue Strophen dazu. Das Recht auf Arbeit bleibt Schwerpunkt der Frauenpolitik. Marianne Konze unterstützt Aktionen gegen Frauenarbeitslosigkeit, gegen die Vernichtung von Arbeitsplätzen in Rheinhausen und Hattingen. Im Juni 1983 organisieren die DKP-Frauen eine Aktion vor dem Bundeskanzleramt und übergeben Unterschriften gegen Kürzungen beim Mutterschutz. In den 80er Jahren wenden sich Frauen zunehmend gegen die kommerzielle Ausnutzung des Muttertags und gegen die Ehrung der Mutter an einem Tag,
während diese sich an 364 Tagen für die Familie opfert und benachteiligt wird. Sie wollen nicht nur Pralinen und gute Worte. 1984 unter dem Motto »Nicht nur Blumen, Rechte fordern wir« wenden sich 213 Frauen an die Öffentlichkeit und rufen dazu auf, am Muttertag gegen die Politik der Bundesregierung, gegen die Rechtswende zu demonstrieren, für die Verteidigung der Frauenrechte und des Friedens. Am 12. Mai 1984 macht das Frauenbündnis mit 15.000 Frauen Putz in Bonn, unter ihnen Marianne. Die Aktion Muttertag entwickelte bis 1987 jährlich bundesweite Aktivitäten. Die Friedensfrauen sind mit dabei. Der Frieden ist ein Herzanliegen von Marianne Konze. So beteiligt sie sich an den großen Friedensdemonstrationen der 80er Jahre gegen nukleare Aufrüstung und NATO-Doppelbeschluss, gegen die Stationierung von Atomraketen. Geht auf die Straße und schreit: Feuer, unsere Erde wird verbrannt, singt die Liedermacherin Fasia. Bürgerlein, haltet Städte, sind nicht heil, doch haben überlebt. Wer aber wird sie noch erkennen, wenn am letzten Tag die Erde bebt? Wer aber wird sie noch erkennen, wenn am letzten Tag die Erde bebt? Bauer, deine grünen Felder sind bedroht von diesem Teufelsplan. Denn gegen Menschen, Vieh und Wälder steht die Wand aus Feuerhimmel an. Denn gegen Menschen, Vieh und Wälder steht die Wand aus Feuerhimmel an. Arbeiter, die Werke brennen, wo dein Schweiß dir gibt dein täglich Brot. Die, wo die Himmel heut nur qualmen, sind sie morgen voll vom Feuer rot. Sie, wo die Himmel heut nur qualmen, sind sie morgen voll vom Feuer rot. Feuer, Vorsicht, man legt Feuer, die Atomkatastrophe wird geplant. Geht auf die Straße und schreit alle Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt. Geht auf die Straße und schreit alle Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt. Frieden sichern hieß nicht nur Kampf gegen Atomraketen, sondern auch gegen die Einbeziehung von Frauen in die Bundeswehr. Die Diskussion um die Öffnung militärischer Laufbahnen für Frauen begann 1974. Der Bundeswehr fehlten Sanitätsoffiziere. Eine Änderung des Soldatengesetzes im Mai 1975 machte es möglich, Frauen als Zeit- und Berufssoldaten in die Bundeswehr aufzunehmen. Eine grundsätzliche Weichenstellung. Seit 1978 plante man, Frauen in die Bundeswehr einzubeziehen. Dies wurde als Beitrag zur Emanzipation der Frau und zur Friedenssicherung dargestellt. Gegen diese Pläne gab es frauenpolitischen Widerstand. 87 prominente Frauen wandten sich an die Öffentlichkeit mit dem Aufruf: Frauen in die Bundeswehr? Wir sagen nein. 60.000 unterschrieben den Aufruf. Sie sahen ihr Emanzipationsbestreben missbraucht. 1980 demonstrierten 20.000 Frauen in Bonn, Hamburg und München gegen diese Pläne. Marianne Konze erklärte 1979. Die Befürworter der Frauenwehrpflicht scheuen sich nicht, das Streben der Frau nach Gleichberechtigung mit einem Einsatz im Militärdienst gleichzusetzen und tun so, als sei das angeblich unabdingbarer Bestandteil ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Das wachsende Engagement der Frauen, für ihre Gleichberechtigung und Emanzipation zu kämpfen, darf nicht vom Militär- und Rüstungsgewinnlein missbraucht werden. Wehrdienst, ob auf freiwilliger Basis oder durch Dienstverpflichtung, wäre eine weitere Militarisierung der Gesellschaft, käme den Großmachtsansprüchen reaktionärer Kreise entgegen und steht im Gegensatz zur Entspannungspolitik. In einer Zeit, in der das Wettrüsten durch die Entwicklung neuer Massenvernichtungswaffen
in eine neue Phase einzutreten droht, ist dringender denn je eine konsequente Abrüstungspolitik nötig. Abrüstung und Frieden, Antifaschismus und Solidarität sind Marianne Kunzes Themen, immer verbunden mit den sozialen Problemen. Global denken und lokal handeln. Ende der 70er Jahre kandidiert sie für die Bundestagswahlen. Mit 75 Jahren wird sie über die offene Liste der Partei Demokratischer Sozialisten, PDS, in die Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Nord gewählt. Dort vertritt sie ab 2007 die Partei Die Linke, die im gleichen Jahr aus der Fusion von PDS und Wahlalternative für soziale Gerechtigkeit hervorgeht. Bis 2009. Da ist die 80-jährige Alterspräsidentin. Da kümmert sie sich um die sozialen Belange der Menschen, ob es um eine Sitzbank für Ältere beim Bewahren der Kleinkinder am Spielplatz geht oder um die Seniorenheimbetreuung, ob um den Erhalt von zwei Verkehrsschulen oder um die Erneuerung von Spielgeräten. Marianne Kunze ist verbunden mit der Bergarbeiterstadt Gelsenkirchen, mit dem Stadtteil Buhr und unserer Halde Rungenberg. Auch tagsüber ist es schön, auf die Spaziergänger zu schauen, die schon früh morgens ihre Hunde ausführen. Unser Balkon und das Schlafzimmerfenster sind tolle Aussichtsplattformen. Seit 1977 wohnen wir hier oben in der Schlenkhoffstraße. Im August 1976 fing es an. Damals wurde die Halde aufgeschüttet. 15 Millionen Tonnen Abraum da oben. Nur der Förderturm der Zeche Hugo blieb uns erhalten. Schlenkhoffstraße. Marianne Kunze sorgt mit ihrem Mann Robert dafür, dass die Bewohner und Bewohnerinnen erfahren, wer hinter dem Namen Schlenkhoff steckt. Johann Schlenkhoff war Sozialdemokrat. Im Juli 1932 wurde er als erster Gelsenkirchener von der faschistischen SA erschossen. In der Neuen Straße wusste niemand, warum sie so genannt wurde. Wir erkundigten uns und gaben einen Nachbarschaftsbrief heraus. Die Nachbarn waren uns dankbar. Die Kunzes führen auch gerne Freundinnen und Freunde durch die Industrielandschaft. Sachkundig. Im Jahr 2013, das Jahr ihrer diamantenen Hochzeit, 60 gemeinsame Jahre des Engagements, führen sie zu einem besonderen Kunstprojekt im Gasometer Oberhausen. In dem 117 Meter hohen Industriedenkmal zeigte der Künstler Christo sein Big Air Package, die größte bisher geschaffene Innenraumskulptur der Welt. Marianne ist in der früheren Bergarbeitersiedlung Buhr beliebt und anerkannt. Die Schriftstellerin Doris Gerke erinnert sich. Einmal sind wir mit Marianne durch die Innenstadt von Gelsenkirchen gewandert. Und es war so, als würde unsere Begleiterin eine Parade abnehmen. So viele Grüße. Auch der Bürgermeister grüßte. So viele Gespräche, so viele freundliche Worte für eine Kommunistin. Für eine, deren Partei verfemt war. Aber Marianne wurde geschätzt. Da habe ich sie sehr bewundert. 2009 kandidiert Marianne Kunze nicht mehr für die Bezirksvertretung. Es ist aber kein Abschied von der Politik. Da gibt es so viel zu tun, zum Beispiel in Sache Antifaschismus und Frieden. Im April 2010 hält sie die Jubiläumsrede zum 50. Ostermarsch am antifaschistischen Denkmal im Stadtgarten Gelsenkirchen. Sie hat an allen Ostermärschen teilgenommen. Wir haben 50 Jahre lang für Frieden und Abrüstung demonstriert. Wir haben gesungen, gelacht, aber auch gefroren. Kapital und Politik finden immer neue Gründe, einen Krieg zu beginnen. Der Irakkrieg kostet monatlich 10 Milliarden Dollar. Dafür könnte der Hunger beseitigt und bei Naturkatastrophen wie auf Haiti und Chile umfassende Hilfe geleistet werden. Über die antimuslimischen Proteste von Rechtsextremen in Duisburg und Gelsenkirchen
erklärt sie. Dass alte und neue Nazis in unseren Städten aufmarschieren dürfen. Wer soll das verstehen? Es ist ein Skandal, was dieser Polizeieinsatz für Geld gekostet hat. Ein Verbot dieser rechten Organisationen wäre besser. Wenige Monate später hält sie wieder eine Rede zum Antikriegstag 2010. Wir haben uns heute, am 1. September, dem Antikriegstag, zusammengefunden, um am Mahnmal der antifaschistischen Frauen und Männer Blumen niederzulegen. Wir danken Ihnen für Ihren Kampf gegen Faschismus und Krieg. Sie haben leider den Frieden nicht miterleben dürfen. Ich denke zurück an die Kriegswochen 1945. Die Faschisten redeten noch immer vom Endsieg. Dabei hatten wir Tag und Nacht Bombenalarm. Am 6. und 9. August wurden die ersten Atombomben von den USA in Japan abgeworfen. Nagasaki wurde völlig zerstört. In Hiroshima starben 140.000 Menschen. Viele Tausende starben später an den Verbrennungen und Strahlen. Auf dem Friedhof in Horst im Juni 2011, zum 70. Jahrestag des Einmarschs der deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion, erinnert die Rednerin an die sowjetischen Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegsindustrie. Marianne Kunze blickt nicht nur auf ein reiches Leben zurück. Sie ist heute noch dabei, ob auf Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag oder im Kampf gegen alte und neue Nazis, gegen Kriege, auch in Europa, für den Frieden. Die mehrfache Groß- und Urgroßmutter erklärt: Wir dürfen nicht schweigen. Unsere Kinder und Enkel müssen es wissen, dass sie so etwas nie wieder erleben.